Das sind circa 4 Humvees. Freigabe. Ziel markieren. Okay, Feuer frei. Weiter Feuer. Heute wurde ein Video geleakt, auf dem anscheinend ein Hubschrauber der US-Armee auf unbewaffnete Journalisten schießt. 12 Millionen haben das Video gesehen. Wollen Sie immer noch behaupten, das wäre nur eine kleine Website? Warum geht es denen eigentlich? Wahrheit, Gerechtigkeit, die amerikanischen Werte. Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er für sich spricht. Gib ihm eine Maske. Dann wird er dir die Wahrheit sagen. 2 Menschen, ein Geheimnis. Der Beginn jeder Verschwörung. Mehr Menschen, noch mehr Geheimnisse. Aber wenn wir einen moralischen Menschen finden, einen Whistleblower, jemanden, der bereit ist, diese Geheimnisse zu enthüllen, dann kann dieser Mann auch das mächtigste und repressivste Regime zu Fall bringen. Diese Bank versteckt $1 Milliarden auf illegalen Konten. Wir kriegen die Schweine dran. Der ehemalige Chef der größten Bank Islands wurde wegen Betrugs angeklagt. Wir haben eine milliardenschwere Bank platt gemacht. Das ist verrückt. Mut ist ansteckend. Das Weiße Haus hat heute die Veröffentlichung von 90.000 Militärakten aufs Schärfste verurteilt. Die Unterlagen enttarnen hunderte Informanten. Es stehen deren Leben auf dem Spiel. Ich brauche die Namen der Quellen, die in Gefahr sind, wenn die Dokumente veröffentlicht werden. Die sind hinter uns her. Wir müssen es jetzt veröffentlichen. Das ist die größte Enthüllung von Geheiminformationen der Geschichte. Der Guardian, die New York Times, alle stehen hinter euch. Dadurch wird sich alles verändern. Er ist kein Journalist, er ist eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Hier geht es ums Überleben. Menschenleben sind in Gefahr. Was ist mit den Menschen, den Zivilisten, die Opfer dieser Konflikte sind? Mit jemandem wie Ihnen wäre die Berliner Mauer schon Jahre früher gefallen. Wir stehen vor einer ernsten internationalen Krise. Wenn du das machen willst, dann musst du es jetzt machen. Ihr habt nur 5 Sekunden, okay? Was ist los? 5 Sekunden! Es geht nur um dich und dein Ego und die Lügen, die du erzählst, damit du bekommst, was du willst. Das sind Informationen, die die Welt wissen muss. Diese Leute müssen wir vernichten. Er lügt. Die Times lügt. Wenn du die Wahrheit willst, geh selbst los und such sie. Genau davor haben die Angst. Vor dir.